Rekord-Olympiasieger Kanada muss bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei ohne seinen Top-Stürmer John Tavares auskommen. Bildergalerie Eishockey WM 2019, der Kader von Deutschland 28 Bilder der NHL-Profi von den Toronto Maple Leafs fliegt wegen einer Verletzung am Oberkörper zurück in die Heimat. Das gab der kanadische Verband einen Tag vor dem Auftaktspiel gegen Finnland Eishockey WM, Finnland, Kanada, Freitag, 16 Uhr live im TV bei Sport 1 bekannt. Tavares, 28, 2009 erster Pick im NHL-Draft, stand vor seiner vierten WM-Teilnahme nach 2010, 2011 und 2012. Meistgelesene Artikel Fußball, Europa League Eintracht nach Elfer Drama raus Fußball, Bundesliga Fix. Wagner wird neuer S04 Trainerin. Fußball neuer Alonso Job, Spanien statt FCB US Sport NBA die Gründe für das aus der Celtic Stats Premier League auf und Cross machen Playoffs Fix Jets. Aktuelle Eishockey-Fan-Artikel kaufen, hier geht's zum Shop, Anzeige 2014 holte der Center mit den Ahornblättern Olympiagold. Kanada trifft bei der WM in der Vorrundengruppe A in Kosice unter anderem auf die deutsche Mannschaft, die USA und den Gastgeber. Let's block it's, why?